So, dann würde ich heute ein bisschen der Zeit nutzen, um einmal über die Evaluierung zu sprechen, aus meiner Sicht. Also erstmal möchte ich mich bei allen, die da mitgemacht haben, bedanken, weil hier oben sieht man es ganz klein, 61 Fragebögen ist für eine Lehrveranstaltung, wo wir, ich sag mal hier so roundabout, eigentlich 100, vielleicht 120 Leute sind, die sich das Ganze angucken sollten, dürften, müssten, wollten. Und dafür, dass wir jetzt halt hier auch irgendwie so ein paar 40 in Zoom sind, ist das eigentlich schon ziemlich gut. Ja? Also vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Ich weiß, dass aus studentischer Sicht es eigentlich immer irgendwie so ein bisschen ja, vielleicht nervig ist, keine Ahnung, man sieht auch nicht so den direkten Nutzen, weil potenziell, also jetzt in GT, das geht über 2 Semester, da geht das ja vielleicht noch, aber ansonsten evaluiert man ja in den meisten Fällen eine Lehrveranstaltung, die für einen selbst dann mehr oder weniger schon vorbei ist und egal, ob sich da was verbessert oder auch nicht oder wie auch immer, da kriegt man ja halt selber nicht mehr so viel von mit. Also höchstens vielleicht die Studierenden, die da später halt noch kommen. Aber warum sollte man für die irgendwas tun, so nach dem Motto, ne? In GT ist das vielleicht anders, weil es ja noch ein 2. Semester gibt. Und ja, ansonsten, ich bin ein großer Freund davon, eben nicht zum Semesterende zu evaluieren, weil das halt so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Natürlich kriegt man da nur fast nur gute Evaluierung, weil alle, die es halt blöd fanden, die haben besuchen halt die der Veranstaltung bis da nicht mehr. Deswegen, also meines Erachtens würde ich eigentlich gerne immer noch ein bisschen früher evaluieren, vielleicht so Ende November, so zur Mitte des Semesters. Ich glaube, dann kann man aus studentischer Sicht auch immer schon ganz gut einschätzen, ob das da gut ist oder schlecht ist, was da irgendwie passiert. Und dann hat man halt als Lehrperson im Zweifel noch ein bisschen Gelegenheit, da irgendwie gegenzusteuern. So, aus dieser groben Tabelle hier aus der Auswertung, weiß nicht, kann ich immer nicht so wahnsinnig viel ablesen. Aus meiner Sicht ist auch immer ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das sind ja hier irgendwie Schulnoten. Ja, also da waren wir vielleicht schon mal besser, da waren wir auch schon mal schlechter. Ich habe jetzt nicht den Vergleich zum vorherigen Semester, aber das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen schon okay. Ich würde viel lieber mal ein bisschen die Kommentare diskutieren, die da halt so passiert sind. Und ist vielleicht auch aus studentischer Sicht ganz interessant, mal halt so zu sehen, was so die anderen geschrieben haben, ob sich das halt mit der Eigen- oder Fremdwahrnehmung deckt oder halt auch nicht. Ich gucke mal gerade, mein Mikro erscheint mir halt sehr leise in Dings, aber das scheint zu passen. So, also ich habe das mal so ein bisschen geclustert. Ja, ich habe mal halt hier drüber geschrieben, das sind die interaktivitätsliebenden, quizaffinen Studis, die sagen, das mit den Quizzen ist irgendwie schon ganz nett und das ist alles irgendwie toll und so. Und durch das eher unkonventionelle Vorlesungskonzept, also es ist ja, also das, was ich hier mache, ist natürlich keine Vorlesung. Ich finde das auch total albern, sich hier vorne hinzustellen und irgendwie was vorzulesen. Ist man halt gezwungen, sich das selbst zu erarbeiten. Und der Stoffumfang ist angenehm und das Konzept ist durchaus lehrreich. Okay. Das find ich natürlich gut. So. Dann gibt es halt natürlich ein paar Leute, die halt sagen, nee, das ist alles Quatsch mit diesen ganzen Quizzen und Umfragen und das ist alles total albern und wir wünschen uns eher, dass hier halt sich jemand hinstellt hier vorne und sozusagen ewige Weisheiten spricht und in viele interessierte Gesichter schaut und die sitzen dann alle da und gucken ganz nett und nicken. Ja, und alle gehen mit so einem warmen Bauchgefühl raus, weil hier hat sich halt jemand hier vorne hingestellt. Und er hat das so toll erklärt und wir haben alle irgendwie so toll zugehört und wir haben alle das Gefühl, wir haben die Illusion, dass wir das jetzt total gut verstanden haben, weil uns das total gut erklärt wurde. Und auch die Person, die hier vorne steht, hat genauso dieses Gefühl und diese Illusion und dieses warme Bauchgefühl, ich habe das so gut erklärt und die haben mich alle so nett angeguckt und die haben es alle so super verstanden. Und wenn sie dann halt selber mal eine Aufgabe rechnen sollen oder ein Beispiel oder so, stellt man fest, naja, ein paar, einige vielleicht, wenige, keine Ahnung, haben das verstanden, aber der überwiegende Teil eigentlich nicht so richtig. So, und ja, also da kann man sich halt drüber streiten, wie das so am besten ist. Allen wird man es halt natürlich auch nie recht machen. Die Wahrheit, wie immer, liegt irgendwo in der Mitte.
Und ich habe mal hier noch sozusagen so eine kleine Fortsetzung, mehr auf das Skript eingehen. Quizze verunsichern, total schlimm. Man wird hier verunsichert, oh Gott. Man fühlt sich gar nicht mehr sicher. Und dieser letzte Satz hier, der triggert mich natürlich, muss ich mal sagen, tatsächlich schon so ein bisschen, dafür mehr Behandlung von Fragen. Also da, das finde ich tatsächlich an der Stelle ein bisschen ungerechtfertigt, weil ich, also wenn es aus meiner Sicht irgendwo eine Veranstaltung gibt, in der es immer und überall die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, sei es einfach so, sei es im Zoom-Chat, sei es über irgendwie Frag jetzt, sei es über dieses anonyme Fragendings im Moodle-Kurs, sei es irgendwie, indem man mir am Wochenende am Samstagabend um 23.15 Uhr eine E-Mail schickt und ich um 23.30 Uhr beantworte. Also wenn es irgendwo die Variante gibt, Fragen zu stellen, dann doch bitte meines Erachtens hier. Aber na gut, okay. So, dann habe ich das mal noch ein bisschen geclustert. Das ist ja das, was wir letzte Woche schon mal so kurz angesprochen haben. Probleme, Technik, Probleme bei der Hybrid-Lehrveranstaltung, die ich tatsächlich natürlich im Großen und Ganzen nachvollziehen kann. Der Punkt ist halt, naja, das Semester, also das ist jetzt eher sozusagen nicht eine technische Frage, sondern eigentlich eine hochschulpolitische Frage oder eine Frage, was sich halt Studierende wünschen, ja oder nein. Also die Uni hat dieses Semester ganz eindeutig als Präsenzsemester ausgerufen und hat gesagt, hier, wir machen Präsenz, alles super, kommt alle zu uns an die Uni. Ja, natürlich gibt es Leute, die sagen, wir so mit vielen Leuten im Hörsaal und dann steht da vorne einer ohne Maske rum und schreit laut und so, das ist mir alles irgendwie suspekt und so viele Leute und der Fahrtweg ist so lang und ich bin vielleicht auch gerade in Quarantäne oder ich habe einen Schnupfen, ich fühle mich nicht so gut. Warum kann ich das nicht mir auch irgendwie online angucken? Und diese Sache ist total berechtigt. Und ich würde sagen, dass ich immer alle Wege und Möglichkeiten nutze, um das irgendwie in Präsenz so gut wie in Online und andersrum zu machen, irgendwie allen, egal wo sie sind, die Möglichkeit zu bieten, relativ gut an dieser Lehrveranstaltung teilzunehmen. Man muss aber sagen, das ist halt aber auch nicht selbstverständlich und das, was ich mache, würde halt im normalen Betrieb auch gar nicht funktionieren, weil ich ja irgendwie mindestens immer eine halbe Stunde vorher da bin, den ganzen Kram hier aufbaue, eine halbe Stunde brauche, um den ganzen Kram hier abzubauen. Und im Normalfall hätte ich dafür halt eine Viertelstunde oder so, wenn überhaupt. Ja, und diese Technik, dass man hier seinen Laptop hinstellt, Plug and Play das ranstöpselt, auf den Knopf drückt und dann hat man auf einmal ein Zoom-Meeting in bombastischer Qualität, in dem man alles wunderbar sieht und hört und genau das Gefühl hat, wie wenn man hier im Hörsaal sitzt, das gibt es halt leider noch nicht. An der Stelle muss man halt mal sagen, es wird Lehrpersonen geben, die halt in Zukunft sagen, ich mache Präsenz und wer hier das sehen will, der soll halt hierher kommen. Punkt. Ja? Ist auch total ein nachvollziehbares Statement. Es wird natürlich aber trotzdem Studierende geben, die sagen, ich möchte aber mir das von zu Hause aus angucken, weil ich kann nicht kommen, ich will nicht kommen, ich habe dieses und jenes, was auch immer. Ja, so, und sagen wir mal, diese Reibung, die muss jetzt so ein bisschen vielleicht die Hochschule auf übergeordneter Ebene abfangen. Also möchte man das als Uni, dass das hier nur in Präsenz stattfindet, möchte man, dass das auch hybrid stattfindet, wenn man das möchte, was viele Vorteile haben kann, Diversität und so, Barrierefreiheit, was auch immer, da muss man natürlich auch die Hörsäle entsprechend ausstatten. Und also zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ich mache mal testweise, damit ich mir das nachher mal anschauen kann. Ich schalte mal auf das Mikro jetzt hier um, was eigentlich hier zum Hören ist und spreche mal da kurz rein. Es können ja Leute das mal gerne im Chat kommentieren, ob das jetzt besser oder schlechter klingt. Meines Erachtens klingt das total blöd. Ich schalte mal wieder um auf mein anderes Rode-Mikrofon. Es ist was im Chat passiert. Ja, klingt schlecht. Danke für die Rückmeldung. Ja, klingt schlecht. So, und der nächste Punkt ist zum Beispiel heute. Ich komme hierher, ich habe meine Technik schön aufgebaut. Es gibt hier diese wunderbare Hörsaalkamera. Ich kann mal kurz auf die Hörsaalkamera umschalten. Die hängt da hinten irgendwo super weit, absurd weit weg von mir, filmt zur Hälfte die Decke, total unnütz. Und man kann sie zoomen und man kann sie schwenken. Ich könnte sie jetzt irgendwie auf die Tafel schwenken, aber die Fernbedienung ist weg. Irgendjemand hat die Fernbedienung geklaut. Wenn irgendjemand hier irgendwo die Fernbedienung sieht, gerne, dann könnte man diese Kamera einstellen. Ich kann sie jetzt halt leider nicht einstellen. Ja? So, und das sind sozusagen so die Probleme, mit denen man hybridlehremäßig halt zu kämpfen hat. Mal ganz davon abgesehen, dass das Licht hier irgendwie total absurd immer ist. 144p,
im Twitch-Stream vielleicht. Also eigentlich, ach so, und die Kamera, okay, das, den Kommentar, also die Kamera ist eigentlich ganz gut. Das ist, glaube ich, schon eine 4K oder Full-HD-Kamera. Die hat auch einen optischen Zoom, aber naja, die ist halt trotzdem super weit weg. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Kommentare kann ich total nachvollziehen. Dass das bei manchen Leuten eben vielleicht besser klappt und bei manchen Leuten eben nicht so gut klappt, hängt halt damit zusammen, dass manche Leute sich über Gebühr halt anstrengen und diese Anstrengung auch im normalen Betrieb überhaupt gar nicht notwendig oder nicht möglich wäre. Notwendig vielleicht schon, aber nicht möglich. So, und jetzt ist der Punkt, das geht vielleicht eher an die Leute, die nur per Zoom zugeschaltet sind. Wenn euch das wichtig ist, ich gucke mal extra in die Zoom-Kamera, wenn euch das wichtig ist, irgendwie in Zukunft auch online an solchen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, dann müsst ihr bei jeder Gelegenheit, wo sich das irgendwie ergibt, das beim Fachschaftsrat kundtun, Briefe an den Rektor schreiben, so nach dem Motto, ne? Also das irgendwie in die hochschulpolitische Gremienarbeit reinbringen und gucken, dass die Uni halt Räume entsprechend ausstattet, sodass das halt Plug-and-Play-mäßig funktioniert. Unabhängig dessen, dass natürlich Präsenz, Online, Hybrid alles irgendwelche Vor- und Nachteile hat. So. Dann habe ich noch so ein paar Kommentare im Sinne von, man kann es nicht allen recht machen. Der regelmäßige Wechsel der Lehrenden wirkt willkürlich und ist verwirrend. Ja, mag sein, aber das Leben ist kein Ponyhof. Das ist halt so, muss man sich mit arrangieren. Wird auch später im anderen Leben mal so sein, dass da halt man nicht immer mit derselben Person zu tun hat, sondern sich auf andere Personen einstellen muss. So. Dann hat irgendjemand geschrieben, auch auf den ersten Blick natürlich irgendwie nachvollziehbar, sollte es vom Arbeitsaufwand möglich sein, wäre eine kleine Zusammenfassung am Ende eines Kapitels, zum Beispiel in Form einer Formelsammlung mit kurzen Erklärungen, total nett. Ja, wäre total nett, ist aber eigentlich studentische Aufgabe, sich halt mal darüber Gedanken zu machen. Was war denn jetzt vielleicht wichtig an dem Kapitel oder an dem Abschnitt? Was war vielleicht nicht wichtig? Was möchte ich mir davon merken? Weil das wird ja auch von Person zu Person sehr unterschiedlich sein, was man selbst als wichtig für sich herausgefunden hat oder auch nicht. So, das habe ich schon gesagt. Ja, und ansonsten ist, also zumindest aus meiner Sicht, ist ja so, dass bei diesen Quizzen, ich ja jetzt nicht, wir jetzt ja nicht Quiz machen, also schon, im Grunde schon. Mhm. Aber wenn ich merke, jetzt an dieser Stelle hätte ich auch nicht E-Technik-Studierende abstimmen lassen können und die hätten genau das Gleiche gestimmt. Also das war irgendwie, vielleicht war die Frage auch nicht verständlich, vielleicht war die Frage blöd, vielleicht wurde es aber auch einfach nicht verstanden. Dann erkläre ich das ja auch, meistens sehr ausführlich. Ja? Also das Quiz ist ja nicht des Quizzes wegen, sondern mit dem Quiz kann man halt ganz gut herausfinden, was haben denn Leute im Großen und Ganzen verstanden. Das braucht man halt nicht erklären. Und was haben Leute im Großen und Ganzen nicht verstanden, das kann man dann halt ein bisschen ausführlicher zu erklären, anstatt einfach Gießkannenprinzipmäßig alles zu erklären. Was auch nicht so toll ist. So, und dann gibt es halt so ein paar Evaluierungskommentare, wo ich sagen würde, naja, das sind Leute, die es vielleicht noch nicht so richtig verstanden haben. Bearbeitung, Erklärung von bestimmten schwierigeren Aufgaben in der Vorlesung. Ja, klingt auf den ersten Blick irgendwie auch logisch. Das Ding ist aber, sowas kann man halt viel besser in einem Video machen. Also ich kann halt irgendwie eine komplizierte Aufgabe, ein kompliziertes Beispiel viel schöner in einem Video erklären und dann kann sich das halt jeder, der sich schon sicher fühlt, der guckt sich das in doppelter Geschwindigkeit an. Wer sich nicht so sicher fühlt, der macht halt mal eine Pause zwischendurch und macht sich ein paar Notizen oder spult zurück und hört sich das nochmal an. Das geht halt in einem Präsenz-Synchron-Setting nicht. Da kann ich das halt nur in einer Geschwindigkeit erklären und kann so ein bisschen gucken, oh, jetzt sehen die Leute aber ganz skeptisch aus. Jetzt erklärst du das mal lieber nochmal. Wobei das halt, wenn alle Masken tragen, auch ein bisschen schwierig ist. Ne? Also das vielleicht dazu. Warum geht es jetzt nicht weiter? Doch. Dann hat irgendjemand geschrieben, ein Lösungsweg der Übungsaufgaben wäre hilfreich. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, um einen Ansatz zu finden. Würde ich darauf antworten, nee, ist eigentlich genau andersrum. Ein Ansatz wäre nützlich, um eine Lösung zu finden. Wir hatten das mal irgendwie überlegt, in dem Übungsheft das so zu machen, dass man das da in dem PDF sozusagen wie so ein Pop-up-Fenster es gibt, wo man halt draufklicken kann, ich komme nicht weiter bei der Aufgabe, gib mir mal einen Tipp, ne, was könnte ein Ansatz sein. Das Problem ist aber, das ist halt erstmal aufwendig, das zu machen. Zweitens funktioniert es nicht in allen PDF-Readern, haben wir dann irgendwann wieder verworfen.
Aber rein prinzipiell, naja, man kann ja auch seinen Übungsleiter fragen oder irgendwie so Fragen stellen und sagen, hier bei der Aufgabe, was könnte denn da ein plausibler Ansatz sein? Ja. Genau, und es gibt im Übungsheft eine Ergebniskontrolle, wo die Endergebnisse drinstehen. Also so, dass man halt gucken kann, wenn man das gerechnet hat, wird das wohl stimmen, was man da getan hat oder nicht. Ja, kann man halt drüber streiten, ob man sich jetzt irgendwie aus dem Endergebnis... Also sehe ich ein, aber ich meine, naja, wenn es halt eine Aufgabe, meinetwegen ist es eine Netzwerkberechnung, wo drüber steht Knotenspannungsanalyse, wird wohl der Ansatz sein, mal Knotenspannungsanalyse zu benutzen. Na, also bei vielen Aufgaben ist das auch trivial. Bei manchen Aufgaben, ja, das sind, also es gibt auch so zwei, drei oder eine Handvoll, ich sag mal, Knobelaufgaben, wo es auch vielleicht tatsächlich übergeordnet Sinn und Zweck der Aufgabe ist, darüber nachzudenken, festzustellen, nee. Nochmal drüber nachzudenken, eine Nacht drüber zu schlafen, festzustellen, nee, ich habe immer noch keinen Ansatz. Und dann kommt vielleicht irgendwer und sagt, na, denk mal über das nach oder guck mal, so kann man das halt machen. Und dann sagt man, ja, so wäre doch irgendwie eine Idee. Ne? Also, weil so ist es ja auch tatsächlich im echten Leben. Ne? So ist halt Wissenschaft, so ist halt, wenn man später irgendwie eine Abschlussarbeit schreibt, da ist auch nicht klar, was ist sozusagen für welche Aufgabe, was da halt ein Ansatz ist. Also jedenfalls nicht immer. Ja? Und manchmal ist es eben auch so, eigentlich ist es immer so, man probiert irgendwas aus, nee, funktioniert nicht, okay, probierst du mal was anderes, okay, es funktioniert schon besser, aber probier mal noch was, okay, das funktioniert jetzt. Ne? Also wenn man halt wüsste, wie es geht, hat mein Mathe-Tutor früher mal gesagt, wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach, das ist keine Wissenschaft. Ne? Also es geht ja auch darum, manchmal mit Aufgaben umzugehen, wo man halt nicht sofort eine Lösung weiß. So, es wäre besser, mehr Übungsaufgaben in der Veranstaltung zu arbeiten. Da ist wahrscheinlich die Vorlesung gemeint. Nein, dafür gibt es Übungstermine. Es wäre super, wenn eine Übungsveranstaltung online werden kann. Es gibt einen wöchentlichen Online-Übungstermin schon seit Anfang des Semesters. Einfach mal in den Plan reingucken. Und dann hat jemand geschrieben, es wäre total geil, wenn es eine freiwillige Zusatzveranstaltung gäbe, wo zum Beispiel irgendwie nochmal Experimente gezeigt werden oder wo irgendwelche Beispiele gezeigt werden, was auch immer, in Bezug zu den aktuellen Vorlesungsinhalten. Und ich sage, ja, das gibt es übrigens schon immer, seit Anfang des Semesters, heißt halt Sprechstunde ist jeden Freitag, war halt nur nie eine Sau da. Ne? Also ich saß da meistens irgendwie mit zwei, drei Leuten. Naja, okay. So, also meine, das ist jetzt meine persönliche, deswegen habe ich auch drüber schon meine persönliche Interpretation, ich habe das jetzt mal so hingeschrieben. Also kann sich jetzt jeder auch selber durchlesen. Ist halt so, im Großen und Ganzen kann ich das natürlich aus studentischer Sicht total nachvollziehen. Ja? Man würde sich halt gerne wünschen, dass man hinkommt und das ist total nett und gemütlich und dann lehnt man sich so zurück und dann steht hier vorne jemand und der erzählt das alles ganz super und so. Und der erzählt das auch so, dass das für alle Leute, obwohl die halt mit total heterogenem Vorwissen herkommen, der eine ist eigentlich schon total super und der andere nicht und die andere weiß auch alles, aber da ist noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Obwohl alle Leute total unterschiedlich sind, erzählt die Person hier vorne das für jeden im Raum perfekt, genau im richtigen Tempo, genau in der richtigen Betonung, genau in dem sozusagen genau in der richtigen Wortwahl und Ansprache und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ab und zu muss man halt auch mal ein bisschen selber aktiv werden. Was jetzt aus meiner Sicht, um das Thema auch langsam abzuschließen, was halt aus meiner Sicht, ich habe mal geschrieben, bemerkenswert ist, ist, dass in der Evaluierung, zumindest in diesen Kommentaren, also die für mich eigentlich immer so das Interessanteste sind, dass da ich glaube, nicht mal eine Person Bezug genommen hat zum Beispiel auf diese personalisierten Aufgaben. Also es nehmen offensichtlich mittlerweile jetzt im vierten oder fünften Jahr, in dem ich das mache, alle für Gott gegeben hin, dass das so ist. Und niemand kritisiert das oder niemand
hebt es auch lobend hervor, dass das halt ein schönes aktivierendes Format ist, mit dem man halt auch während des Semesters aus ständischer Sicht gezwungen ist, in Anführungszeichen jetzt motiviert wird, so wie ich es mal schöner formuliere, motiviert wird, sich schon mal mit dem Stoff zu beschäftigen und nicht sagt, oh ja geil, am Ende des Semesters ist da irgendwo mal so eine Leistungskontrolle, da gucke ich mir das mal 3 Tage vorher alles an, was wir da so das ganze Semester über gemacht haben, und genauso mache ich das bei der Prüfung und dann fahre ich schön durch, weil das halt natürlich nicht funktioniert, ne? Weil man sich halt langfristig mit den Sachen beschäftigen muss und irgendwie trotzdem zeitnah Rückmeldung erwartet, zeitnahes Feedback, was halt über diesen Peer Review gegeben ist. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aus meiner Sicht ist das halt ein Format, was Studierenden schon extrem hilft und jetzt für mich auch ein bisschen Arbeit macht. Also nur so, ich sag mal, so einen halben Tag pro Woche bin ich schon damit beschäftigt, irgendwie diese Aufgaben zu basteln und dahin zu schicken und Lösungs- und dann gibt es wieder irgendwie ein paar Leute, die es selbst in der dritten Runde noch nicht begriffen haben, dass man da vielleicht mal so einen QR-Code mit hochladen musste. Und natürlich stellen ganz viele Leute Fragen hier, ich habe irgendwie das in der Aufgabe und warum ist das nicht und so. Und die beantworte ich auch total gern, aber könnte ich auch lassen. Also mein Leben würde damit jetzt vermutlich auch irgendwie weitergehen. Also das ist zumindest was mir so auffällt dann, dass wir halt hier nebenbei natürlich auch mal schon mal irgendwie in MATLAB reinschauen, LTSpice, Octave, keine Ahnung, Python, halt irgendwie so Sachen, wie man das jetzt im normalen Leben machen würde. Ja, wie ich immer sage, kein Ingenieur, keine Ingenieurin setzt sich in eine Firma und sagt, geil, hier ist das Problem, wo sind meine 3 Zettel, wo ist mein Taschenrechner, wo ist mein Bleistift, jetzt setze ich mich 3 Stunden abgeschottet von der Außenwelt in dieses dunkle Zimmer dort und rechne die Realweltprobleme durch. Nein, natürlich nehmen alle irgendwie einen Computer und Software und machen das halt dann. Kommt in der Evaluierung auch nicht drin vor. Genauso wie das hier halt ab und zu, wenn es sich anbietet und vom Aufwand überschaubar ist, ich vielleicht mal auch das eine oder andere Experiment mache, dass ich meines Erachtens auch regelmäßig irgendwie mal noch so Benachrichtigungen aufs Forum sende und sage, hier ist irgendwie eine Aufzeichnung von letzte Woche oder hier ist irgendwie das die Lösung von diesem Beispiel oder was auch immer. Und dass es halt zu dieser Lehrveranstaltung auch nicht wenige E-Learning-Aktivitäten gibt, Quizze, einen YouTube-Kanal voller Videos, die man sich irgendwie nett angucken kann, um die Selbstlernphase damit zu gestalten und sich vielleicht eben komplexere Herleitungen anzuschauen. Ich bin mir natürlich auch bewusst, dass es halt nicht für jedes Thema Videos gibt in der Vorlesung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das auch natürlich ein bisschen Zeit kostet, solche Videos zu basteln. Und ich halt Videos hauptsächlich dazu gebaut habe, wo es halt viele Fragen gab, ne? Wo es sich halt irgendwie lohnt. Also wo es halt viele Leute Fragen gestellt haben. Naja, so. Und was aber eben aus meiner Sicht auch bemerkenswert ist, frühere Kritik-Evaluierungsklassiker waren immer, dass sich Studis mehr Anwendungs- und Praxisbezug gewünscht haben, mehr Beispiele, mehr Experimente. Das hat fast keiner reingeschrieben, dass es früher hieß, wir sollen mal bitte ordentlicher schreiben und lauter sprechen und nicht so monoton. Das war früher ganz oft. Dann haben sich Studis früher, aber das war auch eine andere Hörsaal darüber beschwert, dass die Tische im Hörsaal immer so kaputt sind und dass es also eng ist und so kalt. Das kann man jetzt natürlich auch nicht behaupten. Dass die Vorlesung langweilig ist, war früher ganz oft der Kommentar und dass deshalb die Studis die ganze Zeit irgendwie rumschwatzen und Krach machen. Und früher haben sich die Leute mehr Quizze, mehr Interaktionen, mehr Fragemöglichkeiten gewünscht. So, naja, also wie heißt dieser schöne Spruch? Auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras immer grüner, alles Gute ist nie Balsam, jede Rose hat auch Dornen, wohlig ist auch Schatten, was ich immer so sage. Naja, das ist schon irgendwie ganz okay. So, was ich jetzt nochmal, weil ich jetzt natürlich die ganze Zeit erzählt habe, durch ein paar Kommentare unterbrochen, würde ich jetzt Studis, also euch nochmal die Gelegenheit geben, nochmal irgendwie ein paar abschließende Worte zur Evaluierung zu sagen. Ich packe mal den Link dafür in den Chat. Und für alle anderen, hier habe ich diesen QR-Code. Und ich gehe mal trotzdem einmal schon ganz kurz von dem QR-Code weg auf die Mentimeter-Seite, um das schon mal aufzumachen. Nicht, dass das nämlich sonst nicht funktioniert. Und dann bin ich auch hoffentlich gleich wieder bei dem QR-Code. Naja, ich gehe erstmal zurück zum QR-Code.
So. Dann klicken wir mal hier drauf. Und klicken mal auf Present. So, und ich lese mal die, genau, also ich lese mal ein paar Kommentare durch. Breit gefächert, ja, das ist total klar, das ist halt immer, wie ich sage, ne? Also es ist ein sehr Spektrum von bis. Natürlich vergisst man in der Evaluierung ganz gerne die positiven Dinge. Also ich glaube, dass auch wenn man jetzt irgendwie Hotel-Reviews sich im Internet anguckt, wenn es einem da gut gefallen hat in dem Hotel, wird man da nicht unbedingt jetzt die Mühe sich machen, da irgendwie eine Bewertung zu schreiben, wenn man es total scheiße fand, dann natürlich schon. 2 ist doch gut, ja. Das Grüne, das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Man weiß halt nie, wie man sich vorbereiten muss, würde ich jetzt aber darauf antworten. Also auch wenn Professor Fick hier vorne steht und sozusagen mehr den in Anführungszeichen Erklärbär gibt, ist es ja trotzdem eigentlich nicht verkehrt, wenn man sich halt vorher das schon mal im Skript durchgelesen hat, weil man dann natürlich den ganzen Erklärungen viel besser folgen kann, als wenn man halt total unvorbereitet herkommt. Also bei vielen Sachen, das wird auch später mal so sein, wird man das, also vielleicht geht es euch in Mathe auch so, keine Ahnung. Also manchmal versteht man Sachen halt auch einfach nicht nach der ersten Erklärung, weil ne, Leute einem Worte erklären, die man nicht versteht, mit anderen Worten, die man halt auch nicht versteht. Und das muss ich erstmal alles irgendwie so ein bisschen fügen und aufbauen. Und dann nach der dritten Erklärung, wenn man dann ein paar der Wörter zumindest mal irgendwie so einordnen kann, wird es dann halt auch besser. Es schreibt jemand, die Zusatzaufgaben sind super. Das freut mich natürlich so. Okay, es bringt nichts, wenn man schon, ja, Katsche drauf geht. Ja, kann man halt sich drüber streiten, über das hier. Also eine halbe Stunde ist bestimmt zu viel. Aber natürlich haben sich in den letzten Semestern viele Leute beschwert und gesagt, hey, das ist so blöd und es ist, man hört immer nur das und man kriegt halt nicht so, so ein Gemeinschaftsgefühl und so. Und das kriegt man, glaube ich, über diese Umfragen und das Gequatsche. Ne? Also Lernen ist ja auch ein hochgradig sozialer Prozess. Ganz gut hin. Und die starken Meinungen sind die, die ausgesprochen werden. Das ist wahrscheinlich auch so. Also, okay. Alles klar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, wer jetzt da noch was zu beitragen möchte, kann das jetzt im Hintergrund gerne tun.